Zu meinem Freelance-Video gab es reichlich Nachfragen und entsprechend dachte ich mir, mache ich ein kleines Follow-up-Video dazu und zeige euch, wie ich mein Freelance-System konfiguriert habe. Das Ganze machen wir nicht nur ein bisschen theoretisch, sondern ich nehme euch mit an meinen Rechner und zeige es euch entsprechend dort. Auf meinem Freelance-Dashboard geht es quasi ruhig zu. Ihr seht hier also die ganzen Einstellungen nochmal, wie ihr im letzten Video seht, 4900er Celeron, 16 GB RAM und ansonsten quasi ist hier wenig los. Ich habe einen Pool aus 8 HDDs. Hier sind das die 3 Terabyte, die ich angesprochen habe, die 5 Stück. Dann eine alte VD Red und 2 Seagate Iron Wolf mit 4 Terabyte, die dann so in dem Verbund drin sind. Leider Gottes ist das irgendwie falsch sortiert. Die 7er Platte ist links oben und geht einmal die obere Reihe hier rüber und dann die untere Reihe auch einmal rüber. Aber gut, wenn man es einmal weiß, dann ist es ja in Ordnung. Wie ihr seht, Memory Usage relativ stark natürlich, weil das FreeBSD bzw. für ZFS die ganzen Sachen ja über den RAM gecached werden. CPU ist quasi tot, gelangweilt, wie auch immer. CPU-Temperatur roundabout 30 Grad und die allgemeine Load Average, wie ihr seht, in der letzten Zeit deutlichst unter 1. Passiert natürlich auch relativ wenig, was so tagsüber normal drauf ist. Und maximal mal so ein Backup von Time Machine. So, was habe ich denn jetzt alles eingerichtet? Also ich gehe mal hier einfach die einzelnen Punkte durch. An Gruppen und User habe ich nichts Neues hinzugemacht. Ich bin ganz ehrlich, der Zugriff auf die Shares sind bei mir derzeit noch ohne Benutzernamen und Passwort. Das heißt mit normalen anonymen Zugriff, da wir ja auch alleine im Netzwerk drin sind und Gäste keinen Zugriff auf das haben im Gast-WLAN, gibt es also damit auch nichts Großartiges zum Bestaunen und drauf zu gehen. Von daher ist hier relativ wenig dann eingerichtet. System. Unter General habe ich gesagt, okay, bitte HTTP-Protokoll für die Webseite. Sobald ich mich mal dran gemacht habe, habe mir mal eine interne CA aufgebaut, beziehungsweise eine PKI, wird auch sicherlich der Freelance-Server dann ein Zertifikat daraus bekommen und entsprechend das auf HTTPS hier umzustellen. HTTP und HTTPS macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn, es sei denn, man hat irgendeine Anwendung, die unbedingt auf HTTP darauf zugreifen muss und kommt mit selbstigen Zertifikaten vielleicht nicht aus. Ansonsten ist hier Sprache auf Deutsch umgestellt, was ja nur so mäßig funktioniert, also teilweise noch einige Übersetzungsfehler drin. Zeitzone eingestellt, Syslog-Level bleibt auch derzeit noch auf Info und dann den Syslog-Server hier eingetragen, der bei mir eine Kombination aus dem Elastic-Stack ist, also Logstash, Elasticsearch, Kibana. Beats und so weiter ist jetzt bei mir nicht mit dabei, aber das ist auch ein Thema für ein anderes Video. Auf jeden Fall lasse ich mir hier alle Syslog-Meldungen an meinen Logstash-Server weiterleiten und kann mir entsprechend über Kibana dann diese ganzen Meldungen angucken. NTP-Server, Boot-Environments, hier unter erweitert ist auch nichts. E-Mail ist konfiguriert, dass ich die Status-E-Mails entsprechend bekomme. Und das ist halt von meinem Mail-Server, den ich eingerichtet habe, einfach dann ein Account und der verschickt dann die ganzen Mails. Das System-Dataset ist mein Pool 0, also quasi das RAID. Alarm-Service, Alarm-Einstellung ist nicht verändert. Und Cloud Credentials ist hier mein Cloud Backup Anbieter Backblaze eingetragen. Mit meinem Synology NAS System habe ich ja immer auf Synology C2 gesichert. Das geht jetzt natürlich da nicht mehr und sichere jetzt wieder, wie ich das früher schon mal getan habe, zu Backblaze. Das ist, wer kein Problem mit amerikanischer Cloud Backup Lösung hat,
eigentlich mein Favorit, erstens wegen dem Preis und zweitens auch mit dem Service außenrum. Wer sich dafür interessiert, ich packe meinen Link unten in die Videobeschreibung zu dem Unternehmen. Ihr könnt euch das Ganze ja gerne mal angucken. Tunables, Updates, CA-Zertifikate und Support ist auch nichts Besonderes noch eingetragen. Dann geht es bei den Tasks wieder weiter. Cronjob, Init und Shutdown-Skripts sind keine drin. Rsync ist auch keine aktiv, nur der Smart-Test entsprechend. So, dass ihr bitte immer sonntags um 0 Uhr bitte einen kurzen Smart-Test zu den ganzen Mails, zu den ganzen Platten macht und mir entsprechend dann das Ganze im Fehlerfall eine E-Mail zusendet. Periodische Snapshots mache ich. Hier nur am Nachmittag, jeden Tag, alle Stündchen bitte alle 2 Stunden aufhalten. Ich mache das nicht täglich und das ist auch nur von dem Pool, wo die Bewegdaten drauf sind, entsprechend die Snapshots, weil hier außerhalb dieser Zeiten eigentlich nichts auf dem Pool passiert, weil keiner zu Hause ist. Replication Tasks natürlich auch keine drin, Receiver Policy ist nicht enabled. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, was ich da genau machen möchte. Den Scrub-Task natürlich. Bitte alle 35 oder alle paar Tage mal durchführen lassen und den ganzen Pool wieder säubern. Und den Cloud-Sync-Task heißt, das ist mein Cloud-Backup. Er soll bitte diesen Pool zu Backblaze pushen und das bitte jede Nacht um 0 Uhr. Ihr seht dann hier entsprechend dazu den Credentials vom Backblaze, sodass er dann jede Nacht sein Backup dann in die Cloud durchführt. Network, das ist eigentlich Standard, Hostname und so weiter, alles vergeben. Interfaces, mein Mainboard, was ich verwende, hat ja 2 Netzwerkanschlüsse, also 2 normale Netzwerkanschlüsse plus den IP im iPod. Und die 2 sind zu einer LAGG-Gruppe zusammengefasst und verteilen dann die Anfragen über 2 Netzwerkschnittstellen. Heißt, sichert meine Freundin und ich gleichzeitig mit Time Machine, können wir beide gleichzeitig ein Gigabit von dem System ausnutzen. Das kombiniert nicht die Bandbreite auf 2 Gigabit, macht im meisten Fall eh keinen Sinn, sondern man stellt 2x1 Gigabit Verbindung zur Verfügung. IPMI ist quasi ja schon eh drin und damit auslesen kann. Hier ist die Link Aggregation eingetragen und ansonsten keine statischen Routen und kein Bilanz. Spannend wird es jetzt natürlich beim Storage. Bei den Pools ist ein Pool angelegt. Ihr seht hier, 6 GB sind benutzt, 4 sind noch frei. Das entspricht ja durch die Umrechnung, wie ich das in meinem normalen Video schon geschrieben habe. Ganze LZ4 komprimiert, so wie das eigentlich Standard ist. Compression Ratio ist relativ wenig, natürlich kein Read-Only-Pool und definitiv kein D-Dub. Wenn ihr D-Dub machen solltet, braucht ihr erstens eine relativ starke CPU, weil diese ganze Berechnung auf die CPU-Leistung geht. Und zweitens greift dann auf jeden Fall wieder die 1 GB pro Terabyte Faustformel für ZFS, dass ihr hier wirklich viel RAM braucht. In meinem Fall 10 Terabyte verfügbar, bräuchte ich allein mindestens 10 Terabyte, die nur für die ZFS-Verwaltung da sind. Und dann habe ich da noch nicht mehr großartig Daten gecached. Also entsprechend hier aufpassen. D-Dub bringt euch aber auch nur wirklich dann was, wenn ihr zum Beispiel virtuelle Maschinen und so weiter auf diesen Pool auslagert und ihr sagt, hey, ich habe hier 30 Mal ein Linux installiert, immer das gleiche Debian und er mit Deduplikation das nur einmal gespeichert hat und der Rest mit sogenannten Pointers entsprechend darauf verweist. Dann klappen wir das Ganze mal auf und dann seht ihr auch meine ganzen Pools. Einmal ein Backup-Pool, dort liegen meine Proxmox-Backups drauf, die ganz normal dann mit dem internen Proxmox-Backup drauf geschrieben werden.
Das hat eine Quote von 512 GB. Der Datenpool mit den ganzen Bewegdaten, das ist eigentlich auch das einzig wirklich kritische auf dem ganzen System, hat 256 GB als Quote zugewiesen bekommen. Das heißt, ihr seht, hier ist nicht wirklich viel drauf. 100 GB, das ist also nicht so viel. Dann IOCatch ist vom System selbst mein Medienpool für Filme, Serien und so weiter. Das ist quasi frei. Dann der Time Machine Dataset, wo unsere zwei Macs drauf sichern. Dem habe ich eine Quote von einem Terabyte mal zugewiesen, weil Time Machine die Angewohnheit hat, es sichert umso länger und weiter nach hinten raus, umso mehr Platz es hat. Erst dann, wenn kein Platz mehr auf dem System drauf ist, fängt es an, alte Backups zu löschen. Finde ich eine sehr gute Variante. Nur ansonsten, wenn ich den unendlich lassen würde, beziehungsweise keine Quote setzen würde, würde er mir halt auch den kompletten Pool im Worst Case vollschreiben. Last but not least, das YouTube-Dataset, wo meine ganzen YouTube-Bewegdaten drauf sind, Bilder alter Projekte und so weiter. Snapshots sind hier aufgelistet. Die Snapshots habe ich erst vor relativ kurzer Zeit eingerichtet, sodass hier noch keine zu sehen sind. Vor Investment Shops haben wir natürlich keine. Und die Disks hier. Bei den Disks gibt es natürlich nicht wirklich was Überraschendes, wie wir eingangs schon erzählt. Das sind die entsprechenden ganzen Festplatten und hier die Boot-Disk, dann die als NVMe genommen worden ist. Also nichts Besonderes. Disk importieren macht man natürlich hier nichts, weil wir kein bestehendes ZFS-RAID übernehmen. Directory Services ist derzeit nicht konfiguriert. Die Leute, die jetzt den Newsletter gelesen haben, haben schon die Information bekommen, dass ich das Ganze ja über FreeIPA mitmachen möchte. Da gibt es allerdings jetzt noch ein kleines Problem. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, was dann irgendwie eine Anleitung gibt. Da muss ich noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Das ganze System soll allerdings dann eine FreeIPA-Domain angeschlossen werden, damit die Authentifizierung am Webinterface und nach Möglichkeit dann auch an den einzelnen Shares auch über diese Domäne funktioniert. Entsprechend ist jetzt natürlich hier noch nichts konfiguriert. Sharing sind die ganz normalen Shares, AFP mit zwei Macs, ganz über Time Machine, das Ganze noch über AFP, weil ich das mir via SMB noch nicht hinbekommen habe. Das war irgendwie etwas sehr nervig und ich wollte es einfach nur ans Laufen kriegen letzte Woche und hatte da keine große Lust, mich damit zu beschäftigen, muss ich ehrlich zugeben. Und mit AFP hat das halt direkt out of the box funktioniert. Unix-Share, einmal natürlich das Proxmox-Backup und den Medien-Share, der an meinen Plex-Server weitergeleitet wird. WebDAV ist nichts da. Und die drei SMB-Shares, einmal die Data, Medienpool, damit ich die Filme entsprechend und Serien darauf ablegen kann. Und den YouTube-Pool, der natürlich auch direkt hier von dem Mac kommt. Und iSCSI ist nicht in Verwendung. Ansonsten hier an der Server sieht man natürlich noch, was alles aktiv ist, heißt AFP, NFS, SAB natürlich drin. Die Smart ist per se von Default aus schon aktiv. Man könnte das jetzt noch deaktivieren, wenn man es nicht haben wollen würde. Allerdings sind mir dann die Smart-Werte doch ziemlich wichtig, um frühzeitig auf einen möglichen Festplattenausfall reagieren zu können. Das SNMP brauche ich entsprechend für mein Monitoring, welches ich ja mit Isinger 2 durchführe. Hier überwache ich natürlich dann die CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten und so weiter. Und dafür brauche ich natürlich das SNMP konfiguriert. Plugins ist genau wie Jails nichts konfiguriert, weil, wie in meinem anderen Video natürlich beschrieben, das System komplett nur für den Dateizugriff gedacht ist und keine weiteren Aufgaben übernehmen soll. Reporting ist quasi klar, Virtual Machine ist nichts mehr da und der Rest ist ja eigentlich die Standardsachen.
Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten, die ihr dazu noch hattet. Ansonsten, wenn noch etwas offen ist, die Kommentare sind für euch natürlich immer offen. Schreibt dort rein und fragt eure Fragen. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da. Findest du diese Videos spannend und hast meinen Kanal noch nicht abonniert? Würde ich mich freuen, wenn du das jetzt tun würdest. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos. Bis dann, danke und ciao, ciao.